1902 erregte dieses Bild einer Schweizer Expedition im Himalaya großes Aufsehen. Wer heute als Bergsteiger auffallen will, muss sich inszenieren, ausgefallene Ideen umsetzen und das Produkt über möglichst viele Medienkanäle verbreiten. Stefan Sigrist lebt seit 20 Jahren vom Bergsteigen. Eine Gratwanderung zwischen den Eigeninteressen und den Interessen der Sponsoren. Ich bin gerne auf Bergen unterwegs, die ästhetisch schön ausschauen, die möglichst noch irgendwo weit weg sind von Massentourismus. Das sind aber in der Regel dann auch Berge, die keiner kennt und entsprechend schlecht sind zum Vermarkten. Und seit Jahren versuche ich jetzt so irgendwie ein Gleichgewicht zu finden, dass ich kleinere Projekte auch habe, die die Sponsoren interessieren und dann eben vor allem so auch meine eigenen Interessen finanzieren kann. Stefan Sigrist kennt das Himalaya-Gebiet. Die aktuelle Eskalation am Mount Everest überrascht ihn nicht. Es war eine Frage der Zeit, bis die Sherpas auf die Hinterbeine stehen und auch etwas mehr für ihre sehr gefährliche Arbeit wollen. Tragisch ist, dass es so viele Tote braucht, bis das wirklich jetzt zum Zuge kommt. Das Alpine Museum zeigt, in den 50er Jahren war der Bergsport noch von nationalem Interesse. Die erfolgreiche Schweizer Expedition auf den Everest 1956 war ein Erfolg der Bergsteigernation Schweiz. Die 50er Jahre war eigentlich das, was heute mehr das Geld ist, würde ich überspitzt sagen, ist mehr der Patriotismus, dass eigentlich die Schweiz keine Menschen auf den Mond geschickt hat, aber die besten Bergsteiger auf den Everest. Die Ausstellung, die ein knappes Jahr dauert, zeigt auch Original-Ausrüstungsstücke wie diesen Pickel der Schweizer Everest-Expedition von 1956.